So, Freunde, wir kommen leider schon zum letzten Track von der neuen EP von TJ Beast Boy. An alle, die das fühlen. Ich bin, ja, fast ein bisschen traurig jetzt gerade und nicht voller Vorfreude, sondern eher traurig, dass es schon der letzte Song wieder ist von der EP. Aber egal, Freunde. Wir gehen jetzt rein, hören uns den Song an und genießen jetzt einfach nochmal gemeinsam den letzten Song von der EP. Let's go. Ich habe heute auch diesen flippigen Mist-Vibe. Glaubst du, ich sitze? Für wen zum Fick hältst du mich? Frag mich, was mein Lieblingsfilm ist. Und ich muss ernsthaft sagen, ich kann keine Filme gucken, weil ich nach 10 Minuten nicht mehr sitzen und mich konzentrieren kann. Ich weiß es nicht. Der letzte Film, den ich so komplett geguckt habe, war Scarface. Okay. Wildes Intro auf jeden Fall mal wieder von Flixi hier in dem Fall. Welchen Film habe ich denn zuletzt gesehen? Ich glaube tatsächlich die Schumacher-Doku. Ah, ich muss noch Olympus Fallen gucken. Den habe ich noch nie gesehen. Den habe ich angefangen gerade. Um auch mal kurz hier was mit Filmen einzuwerfen. Habt ihr noch Filmempfehlungen für mich? Haut sie gerne mal raus. So. Ich hab viel zu erzählen, hab viele Verträge mit Riesenbeträgen. Einfach abgelehnt, denn ich keep meine Ehre. Habe ich im One-Take-Video schon gesagt, feiere ich absolut die Attitude und so. Und dass er auch einer ist, dem man das abkaufen kann, auf jeden Fall. Du viel immer so hart wie ein Viertel der Knete. Aber glaub mir, Bro, der Devil, der kriegt nie meine Seele. Ich bumpe, we are the champions and push it to the limit. Guck hier in den Himmel, nimm den Zug von meinem J-Bit. Und ich frag mich, warum ich so undankbar bin. Scheiß mal auf die Struggles, ist doch alles nicht dramatisch. Egal, was deine Crew so vor mir hält. Immer wenn ich Loser sag, denkst du an dich selbst. Mann, ich zeig deiner Crew Mittelfinger. Ich bin der Coolste seit immer. Ich war der Coolste schon vor 14 Milliarden Jahren. Und das ist kurz vor mir, klar, du bist immer no damn no. Das ist so eine stumpfe, bescheuerte Line, ne? Ich war der Coolste schon vor 14 Milliarden Jahren. Das ist kurz vorm Urknall, du Pisser. Ich selbst, Mann, ich zeig deiner Crew Mittelfinger. Ich bin der Coolste seit immer. Ich war der Coolste schon vor 14 Milliarden Jahren. Und das ist kurz vorm Urknall, du Pisser, Mann. No damn, no cap, zeig mal ein bisschen Respekt. Ich könnte auch so rappen wie ihr, aber leider bin ich nicht wack. Ich bin leider nur ein nice, eingekleideter, leidenschaftlicher Mensch. Und du nichts weiter als noch eine weitere gescheiterte Existenz. Okay, klingt vielleicht. Auch so eine ultra-stumpfe Line, ne? Ich könnte auch so rappen wie ihr, aber leider bin ich nicht wack. Es ist so dumm. Du nichts weiter als noch eine weitere gescheiterte Existenz. Okay, klingt vielleicht hart. Bottomline, ich geb Gas und connecte mit meinen Shootern wie bei Counter-Strike auf einer LAN. Connecte mit meinen Shootern wie bei Counter-Strike auf einer LAN. Mein Gott, wann war meine letzte LAN-Party? Das ist auf jeden Fall weit vor Covid gewesen. So 2-3 Jahre, denke ich. Auch eine LAN-Party wäre immer was Cooles. LAN-Partys sind eigentlich echt super cool. Muss man, ich muss wieder auf eine LAN-Party, ich muss mit meinen Jungs für eine LAN-Party organisieren, Alter. Und connecte mit meinen Shootern wie bei Counter-Strike auf einer LAN. Hustle mich durch die Nächte, hustle für meine Neffen. Hustle mit ganzem Herzen, um die Lasterkurs zu vergessen. Und erleb deinen Traum und push it to the limit. Guck in den Himmel, nimm den Zug von meinen Jibbit. Und ich frag mich, warum mal die Panik? Scheiß mal auf den Trouble, für einen Hustler ist es gar nicht. Fickt euch alle, denn ich bin auf meinem High. No winner in meinem Kreis. Ich hab für mich jetzt keine Zeit. Bitte kill nicht meinen Vibe mit deiner Mittelmäßigkeit. Okay, das klingt bisschen gemein und ist auch so gemein, du mir noch nicht mal leid. Grüße gehen raus an alle Menschen, die noch Träume haben. Bleibt am Ball, Mann, auf keinen Fall dran zerbrechen, was andere Leute sagen. Jedes Mal, wenn ich Texte schreibe, nehme ich Thema, sag, dass ich der Beste sei. Hoffe ich, dass ihr das hört und dabei fühlen könnt, dass ihr selber seid. So episch die Stelle hier, ne? Also die Stelle hier ist so episch, Alter. Grüße, das ist insane, Alter. Grüße gehen raus an alle Menschen, die noch Träume haben. Bleibt dem Ballmann auf keinen Fall dran zerbrechen, was andere Leute sagen. Jedes Mal, wenn ich Texte schreibe, in denen ich 10-mal sage, dass ich der Beste sei, hoffe ich, dass ihr das hört und dabei fühlen könnt, dass ihr es selber seid. Junge, wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht, Alter. Ohne Spaß, das ist so geil formuliert. Mega, mega starke Endline, ey. Mega stark einfach nur. Hoffe ich, dass ihr das hört und dabei fühlen könnt, dass ihr selber seid. Das geht raus an alle, die das fühlen.
Mann, die EP ist schon wieder vorbei, Alter. Das ging so schnell jetzt. Das ging so schnell, Mann. Kann ja nicht einfach im Jahr irgendwie 5 EPs raushauen oder so. Geile EP mal wieder. Geile EP, geiler Song. Sehr, sehr nice, Mann. Alter, ich werde die auf jeden Fall hart pumpen. Pumpt die auf jeden Fall auch und lasst da ein bisschen Support da. Gönnt euch das Ding auf Spotify und Co. Und ja, supportet einfach den Beast Boy. Geiles Ding mal wieder. Cool auch produced alles. Insgesamt Fontani, sehr geile Beats gemacht und alles. Und ja. Mal gucken, eigentlich müsste man dazu eine kurze Review mal machen oder so, Alter. Hoffentlich habe ich die Zeit dafür. Würde ich mich auf jeden Fall wünschen. Also es ist, egal, genug gelabert, Freunde. Einfach, ich werde das Ding auf jeden Fall privat noch ein bisschen pumpen und so. Und bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dahin, macht es gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.